Hi Leute, ich begrüße euch zum Teil 24 in meinem Aquarientagebuch. Und ja, pauschal gesagt hat sich ein paar Kleinigkeiten haben sich getan. Eigentlich aber auch nicht wirklich so viel. Ich präsentiere euch heute mal das Becken im geputzten Zustand. Ja, wie es dann eigentlich auch immer aussehen soll. Ich habe eben die Cyanus abgesaugt. Das Problem habe ich leider Gottes immer noch. Pauschal lässt sich eigentlich sagen, es läuft, wenn auch noch nicht so ganz so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ich habe immer noch das Problem, dass ich trotz Verbraucher keinen Verbrauch habe. Mein KH ist immer noch das gleiche Problem, dass es nur ein Punkt in der Woche runtergeht. Das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist im Moment erstmal das Licht. Ich habe die T5 nach vorne geholt und die LED nach hinten. Und prompt hat mir eine Koralle hat mir pauschal gesagt, da unten die Röhrenkoralle, die ist seit knapp einer Woche, seitdem ich die Umstellung mit dem Licht gemacht habe, ist die zu oder zum Teil zu. Die versuche ich da unten jetzt erstmal wieder, ich sag mal, auf Vordermann zu kriegen. Alles andere ist soweit offen. Ihr seht auch selbst die Montipora hat wieder satt Farbe gekriegt. Wachstumsränder sind da, im Anführungszeichen kleinen Maßstab, noch nicht so ganz groß. Ja, mein Flammi hatte mittlerweile zwischendurch ein paar Pünktchen gehabt. Bin ich dann schlauerweise hingegangen und habe dann hier hinten Weißbandputzergarnelen geholt, die auch prompt vom Flammi bedrängt wurden, aber die beiden Jungs, die haben alles andere im Kopf gehabt, außer putzen. Ja, das zum Thema Weißbandputzergarnelen. Schön, dass ich jetzt zwei habe, aber arbeiten, naja, tun sie im Moment nicht. So, dann hatte ich ja gesagt, ich habe eine Pumpe eingebaut, das wäre das, die da hinten. Erstmal. Ich bin jetzt heute hingegangen und habe das, die Cyanus habe ich ja bisher immer nur aufgewühlt. Also ich habe sie nicht abgesaugt, wie man eigentlich machen sollte. Bin heute das erste Mal hingegangen, habe die Cyanus abgesaugt und werde mal sehen, ob das jetzt einigermaßen hilft. So weit ist es dann jetzt auch, sag's mal, jetzt im Moment sieht es schön aus. Mal gucken, wie es dann morgen oder übermorgen aussieht. Weil mit den Viechern, das geht ja relativ schnell. Ja, Tierchen soweit alle fit. Und auch keine weiteren Verluste. Das mit der Abdeckung funktioniert immer noch genauso gut. Und die ist eben auch mal komplett gereinigt. Also ist schon eine feine Sache, wenn das da oben drüber abgedeckt ist. Einmal als Springschutz natürlich. Aber zum Zweiten natürlich habe ich auch den Osmosewasserverbrauch drastisch reduziert und das ist ja dann auch Sinn und Zweck der ganzen Aktion hier gewesen. Ja, zum Thema Beleuchtung. Man sieht jetzt hier vorne besser natürlich, dass die vorderen Teile besser ausgeleuchtet sind. Das war auch Sinn und Zweck der Sache. Zum Beispiel hier vorne der einzelne Riffast mit den ganzen Zoas drauf. Der hat ja unter der LED fast nichts abgekriegt. Was jetzt mein weiterer Plan ist in Sachen Beleuchtung. Interzoo ist ja gerade gelaufen und Giesemann hat ja eine neue Hybrid angekündigt und als Prototyp vorgestellt. Auf das Ding bin ich natürlich scharf. Heißt also, ich baue nicht mehr meine eigene Hybrid. Das Spiel ist jetzt für mich erstmal außen vor. Also Fakt ist, ich möchte eine Giesemann drüber haben. Ob das jetzt natürlich die neue ist oder der gute alte Kampfklumpen, die Aurora, auch eine sehr schöne Lampe ist, natürlich ein bisschen klobiger als die neue, werden wir noch sehen. Fakt ist, das wird in den nächsten 2-3 Monaten, wird hier die Beleuchtung, also sprich die Radion und die normale T5 wird definitiv durch eine Hybrid ersetzt. Allerdings tatsächlich auch nur, nicht nur, tatsächlich durch eine Giesemann.
ADI habe ich mir angeguckt, die Cluster, die gefallen mir nicht. Die LED-Cluster, das ist mir zu klein und zu statisch in der Mitte. Habe auch von einigen Bekannten jetzt gehört, die haben ihre Becken nach dieser Lampe im Prinzip aufgebaut. Ja, das ist das, was ich nicht will. Ich brauche eine breitflächige Abstrahlung in Bezug auf LED und T5. T5 dürfte ja kein Thema sein, aber bei der LED ist es nun mal so, wenn ich 270 Watt Cluster da habe, die aber nur in Anführungszeichen punktuell runtergehen, dann bringt mir das pauschal gesagt gar nichts. Daher ist die Wahl für mich auf die Giesemann gefallen. Schauen wir dann jetzt mal, was es wird, ob es eine Aurora wird oder die neue und vor allem wann. Ich werde euch diesbezüglich weiterhin mal auf den Laufenden halten und ja, hoffe dann mal, dass langsam aber sicher jetzt hier sich der Verbrauch einstellt. Noch eine kleine Info, morgen werde ich zu einem Bekannten hinfahren und werde mir SPS holen, wieder als Ableger. Kleine, und dann schauen wir mal, ob man das mit den, ich sag mal, Steinkorallen jetzt hier nicht langsam aber sicher mal ins Rollen kriegen. In diesem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden, euer Walter.